So, Max, wir sind jetzt hier nochmal in unserem Ausstellungsraum. Das letzte Mal, weil heute ist tatsächlich ja leider Abbautag. Und bist du traurig, dass es vorbei ist? Ja, schon ein wenig. Also das Projekt kann man sicherlich nochmal weiterführen. Ich glaube, hinter uns allen liegen sehr gute 6 Monate. Ja. Haben viel gelernt, viele tolle Menschen auch kennengelernt. Wie war es denn bei dir? Ich fand es sehr gut, vor allem die Menschen, die ich kennengelernt habe, aber auch die Zusammenarbeit. Ich bin sehr froh, wir haben ja zusammen studiert, dass wir uns jetzt auch danach nicht aus den Augen verloren haben. Ja, die Welt ist klein. Auch, ja, vielleicht auch gerade durch dieses Projekt. Genau, und natürlich konnte ich viele tolle Menschen kennenlernen, auch ganz verschiedene und mit verschiedenen Geschichten. Was war dein Lieblingsmoment? Wollte ich dich eigentlich immer schon fragen. Mein Lieblingsmoment, eine gute Frage. Schwierig. Also es gab einige sehr gute, sehr intensive Momente. Es waren natürlich teilweise auch nicht so schöne Geschichten dabei, die aber auch trotz alledem irgendwie ihren Reiz und natürlich einfach eine starke Emotion mit sich bringen. Und ich erinnere mich an viele, viele gute Momente, also gar nicht so an einen einzelnen, weil jeder irgendwie doch sehr individuell war. Und was war denn dein... Hast du ein Lieblingsbild? Ein Lieblingsbild von meinen Bildern oder von deinen? Ja, von deinen. Von meinen Bildern. Ich muss sagen, ich mag das Bild von Louis eigentlich sehr gerne, weil das mit Bewegungsunschärfe arbeitet und da bin ich gerade eh sehr Fan von. Und ich fand die Gespräche und die Zeit mit Louis auch sehr cool. Genau. Und vor allem auch dieses zu merken, dass er gerade auf einem guten Weg ist, da raus und mit seinen Sachen klarzukommen. Das finde ich auch immer sehr spannend, dass man auch diese Kurve von den Menschen sieht und diese Entwicklung, die die auch durchmachen. Ja, genau. Ja, das ging mir ja auch so. Jetzt auch bei der Ausstellung hatte ich ja dann das Vergnügen, dass viele der Leute, die ich auch fotografiert habe, auch da waren. Und die haben mir alle exakt das gleiche Feedback gegeben und haben gesagt, dass das sie so bestärkt hat, dass an dem Tag so viele Leute da waren, dass sie so positiv auf die Sachen angesprochen wurden. Das ist für mich ja natürlich auch einfach ein extrem schönes Gefühl, dass die Leute da inzwischen so stark, so selbstbewusst zu sich selbst sind. Also ich glaube, da haben wir sicherlich was Gutes getan für die Leute. Das ist das Schöne an dem Fotografieren, ja. Dass man damit auch tatsächlich anderen Leuten was zurückgeben kann. So. Also nicht nur, dass es uns selbst auch Spaß macht. Ja, aber das hat man sonst so selten bei so Projekten. Also das war jetzt nochmal was anderes. Das war nochmal eine andere emotionale Ebene. Das Ganze war einfach viel tiefer nochmal. Und das war schon was Besonderes. Ja, fand ich auch. Und man wächst auch zusammen durch sowas. Durchaus. Weil es auch ein langer Zeitraum war. Und auch die Leute haben einen ja auch lange begleitet. Also vom Anfang des Projekts, so die Leute, die wir fotografiert haben, vom ersten Gespräch bis über die Fotos, bis dann natürlich zur fertigen Ausstellung. Ja. Tja. Naja, wer weiß, vielleicht wird das Projekt ja irgendwann nochmal von einem von uns weiter ergänzt. Nächstes Jahr kommt ja eventuell ja auch nochmal was von Matrix Art. Wer weiß, vielleicht wird das ja auch nochmal interessant. Und dann schauen wir mal, würde ich sagen. Dann schauen wir was die Zukunft noch so bringt. Tschüss. Ciao.